Ja, Hella, die sieben Schläferin, ey. Mach Winke, Winke. Was ein Fail, ey. Tausende Züge fallen aus. Wir sind jetzt woanders angekommen, als wir ursprünglich ankommen wollten. Wir sind in... Guten Morgen, Leute. Es ist 9:30. Ich gehe jetzt zum Fahrstuhl und fahre runter und gehe dann zum Bäcker. Hella schläft noch. Wir müssen nämlich bis 11 Uhr ausgecheckt haben. Und ich dachte, bevor wir nachher mit den Koffern irgendwie in so ein Restaurant gehen, hole ich lieber eben was vom Bäcker, weil wir haben ja eh noch die Teller da. Das Ding ist, wir müssen uns echt ein bisschen beeilen, wenn ich gleich wieder da bin, weil wir müssen noch Koffer packen. Ich will noch duschen. Wir müssen frühstücken und dann noch auschecken. Und die Sache ist ja, habe ich euch gestern schon gesagt, unser einer Zug fällt aus. Das heißt, wir müssen am Bahnhof erstmal gucken, wie wir nach Hause kommen. Oh Mann. Oh man. Das nervt immer, wenn man alles schon geplant hat und dann auf einmal irgendwas ausfällt. Bin mal gespannt, ob wir heute ein bisschen leichter was zu essen finden, weil gestern Abend hört sich so an wie in einer Wildnis. So. Ich gehe jetzt auf Pilzsuche, mal gucken, ob wir heute was finden. Oh, heute ist ziemlich schwer. Ich suche natürlich einen Bäcker, weil gestern Abend hatten ja schon alle Bäcker zu. Ich habe eine ganze Tüte voll mit Essen und Trinken für 18 Euro bekommen. Das ist doch mal nice. Ihr werdet gleich sehen, was ich gekauft habe. Ich glaube, Hella wird sich richtig freuen, wenn ich nach Hause komme und direkt nach Hause ins Hotel komme und direkt Essen mit habe und sie dann wecke. Ich wecke Hella jetzt mal so, wie Julia uns immer weckt. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Hella, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich habe Frühstück gekauft. So, das ist der Käse von gestern. Was ist der Käse von gestern? Boah, der stinkt so, ne? Ich dachte, heute Morgen wäre hier hingekotzt. Aber dieser Käse, der stinkt. Ja, Hella, die sieben Schläferin, ey. Weißt du noch, als wir heute Morgen auf einmal beide um 4 Uhr wach waren? Ja. Auf jeden Fall, Hella, warte, es ist 10.13 Uhr. In 45 Minuten müssen wir hier alles aufgeräumt haben, gefrühstückt haben und ausgecheckt haben. Ich mache jetzt hier erstmal auf. Frau Holle schüttelt hier gleich die Kissen aus. Schmeckt's? Wie sie einfach im Bett jetzt schon als erstes isst. Ich dachte, das schmeckt so köstlich. Echt? Gut, dass ich davon zwei gekauft habe. Sie schläft halt noch halb. Aber schon mal Schokocroissant essen. So, wir genießen noch einmal den Ausblick, bevor wir dann hier gleich dieses ganze Mess aufräumen müssen. Oh mein Gott. Es sieht so schlimm aus. Ein paar Sekunden später. So, ich habe mir jetzt einen Bademantel angezogen, denn ich werde jetzt baden gehen. Nein, Spaß, ich werde duschen gehen, habe ich ja auch schon gesagt. Das war ja so witzig. Nein, Spaß, ich werde jetzt duschen gehen. Nein, aber ich denke, wenn man schon mal so einen Bademantel hat, dann muss man den auch mal anziehen. Also du hast deinen nicht getragen. Deswegen habe ich mir den jetzt extra vorm Duschen angezogen. Ich habe zu Hause auch einen Bademantel. Cool, ich nicht. Und ziehe mir den auch nach dem Duschen wieder an. Und Leute, ich muss euch jetzt mal die Dusche zeigen. Die ist so nice, denn das ist so eine... Wie nennt man diese Duschen? Wasserfall oder Regendusche oder keine Ahnung. Kann man einmal in die eine Richtung, dann kommt das da raus. Oder in die andere, dann kommt es da raus. Und solche Duschen... Aber man will nicht so eine coole Dusche bei uns. Weil die extrem viel Wasser verbrauchen und wir sparen. Auf jeden Fall, hier hängt Hellas unbenutzter Bademantel. Thumbs up für das Video. Eine Ewigkeit später. So, da fühlt man sich doch gleich viel frischer, wenn man frisch geduscht hat. Und schaut euch das mal an. Hella, die hat schon ganz fleißig hier aufgeräumt. Und es schaut schon richtig gut aus. Wow, richtig ordentlich hier. Hier ist unser ganze Drag Wash. Drag Wash. Und der ist unser Frühstück. We have a clutch, you know? Die Zeit läuft. Wir haben noch 11 Minuten, bis wir ausgecheckt haben müssen. Lass uns doch noch mal kurz nach draußen setzen und genießen. Komm, wir genießen das draußen. Oh, der riecht so gut, dieser Joghurt. Echt? Das ist so... Kennst du diese Lotus-Kekse? Nee, ich kenne nur Lotus-Blume. Ja, aber es gibt auch solche Lotus-Kekse, die es immer beim Kaffee dazu gibt. Ich glaube, das sind die. Schmeckt's? Okay, genug genossen. Wir müssen weiter aufräumen. Wir sind aber auch schon fast fertig. Also das sieht noch sehr unordentlich aus, aber es ist ganz viel Müll. Es hat sich richtig gelohnt, diese eine Minute erst ja? zu genießen. Fürs Video, für den Ausblick, für die Nuss. Für die Nuss. So, Sachen sind gepackt. Es ist 11.02 Uhr. Vor 2 Minuten hätten wir auschecken müssen. Wir haben das Hotelzimmer wie immer sauber hinterlassen, vorbildlich. Das Kinderzimmer ist sauber. Nein, ich finde es echt wichtig, Leute. Hinterlasst Hotelzimmer vernünftig. Hier, nimm den Rucksack. Wir fahren übrigens mit mehr Sachen nach Hause, als wir irgendwie mit hergebracht haben. Aber naja, so, tschüss, liebes Hotelzimmer. Es war sehr schön. Ah, ich muss noch einmal kurz den Eiffelturm anschauen. Oh, haben wir ja noch gar nicht gesehen heute. Mach Winke, Winke. Winke, Winke. Tschüss. Paris. Hauptsache, wir haben die wichtigen Sachen. Unsere Handys,
Hast du das iPad reingesteckt? Ja, ich dachte, du sagst jetzt die wichtigsten Sachen uns beide. Unser Gehirn. Hella, ich weiß übrigens immer noch nicht, wie wir nach Hause kommen, weil der eine Zug ja gestrichen wurde. Wir fahren jetzt einfach mal zum Hauptbahnhof und gucken auf dem Weg nach einer neuen Verbindung. Was glaubst du, welcher Fahrstuhl wird aufgehen? Ich sag der hier. Sag der. Der? Der. Okay, ich sag der in der Mitte. Yes! 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 Du hast eine Ehre weniger, Hella. Sieht echt komisch aus mit diesem Dutt. Ich habe jetzt noch eine Zugverbindung gesucht und in 2 Stunden fährt ein Zug nach Frankfurt. Den werden wir nehmen, aber wie gesagt, das sind 2 Stunden. Deswegen haben wir unsere Koffer im Hotel noch mal ein bisschen abgegeben und können jetzt noch eine Stunde hier rumschlendern. Ich habe übrigens gestern gelesen, dass der Eiffelturm gerade neu gestrichen wird. Echt? Ja, weil der so viel rostet und keine Ahnung was. Wird der gerade komplett neu gestrichen. Muss er dann auch abgeschmiergelt werden? Keine Ahnung. Aber da sind halt auch mega viele Bauarbeiter gestern gewesen und Gerüste und so. Und die streichen den scheinbar gerade neu. Krass. Ja, das muss irgendwie alle paar Jahre gemacht werden. Wir können uns ja vielleicht da hinten in diesen Park setzen oder so. Weil ich weiß jetzt halt auch nicht, in einer Stunde kann man jetzt nirgendwo mehr hinfahren. Einfach noch mal ein bisschen den Eiffelturm genießen, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht. 12 Sekunden später. Wir sind richtig im Chiller-Mode hier. Ist voll entspannt mit diesem Straßenmusiker. Der macht echt geile Mucke. Guck mal, eine Taube. Komm her! Wie süß, wie mich anschaut! Wir haben jetzt einfach eine Stunde fast gechillt. Es war so schön. Es war wirklich hier. Schön. Tu ihm das Geld mal. Das. Also Leute, sucht ihn mal auf Instagram. Er hat halt echt nice Musik gespielt, muss ich sagen. Also. Und ich fand's auch irgendwie sweet mit diesem französischen Akzent dabei. Ja, ne? Das hat was. Besser als der deutsche Akzent. It's going down. I'm giving timber. Mein Spaß. Wonach sieht das aus, Hella? Sie fragen, was denn? Das geht nicht. Hier vielleicht. Hier ist höher. You can do that. Okay, mach die Schranke nicht kaputt. Ganz ehrlich, das war so knapp. Wir haben jetzt unsere Koffer abgeholt und jetzt sagen au revoir. Au revoir. Jetzt geht's zum Zug. Leute, der Zug, den ich rausgesucht hatte nach Frankfurt, hält und fällt. Der Zug fällt auch aus. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Was soll das? Gefühlt fällt halt jeder Zug heute aus. Die Bahn streikt, glaube ich. Ich rufe jetzt meine Schwester an, ob wir nach Hannover fahren können. Und dann müssen wir bei meiner Schwester übernachten. Was ein Fail, ey. Geht keiner ran. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Wir sitzen jetzt in einem Zug, der fährt irgendwie nach Brüssel. Wir hatten keine Zeit, irgendwas zu filmen, weil ich eine Stunde lang angestanden habe, um mein Ticket zu ändern. Die französische Bahn streikt nämlich und tausende Züge fallen aus. Jetzt sitzen wir in einem Zug, wo wir eigentlich nicht drin sein dürfen, weil der nicht von der Deutschen Bahn ist. Und wir sitzen jetzt hier so wie so Gefangene, weil wir sind einfach schnell reingesprungen, als der Zug halt gerade losfahren wollte. Und ja, der Schaffner meinte, er muss das jetzt erstmal alles abchecken lassen, ob wir überhaupt hier drin sitzen dürfen. Und aber wenigstens sitzen wir schon mal drin. Ja, aber wenn wir Pech haben, müssen wir halt arschviel Kohle zahlen. Wir fahren jetzt erstmal nach Brüssel und dann gucken wir mal weiter. Oh mein Gott. Wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ich weiß echt nicht, wo wir heute Abend noch ankommen. Keine Ahnung, aber nicht zu Hause, glaube ich. So, ich hoffe, man versteht mich. Die Zugbegleiter kamen wieder und wir dürfen offiziell hier weiterfahren. Sehr schön. Vielen, vielen Dank an TGV, französische Bahn. Ich sitze jetzt am Arbeiten. Bearbeite gerade Bilder von gestern, wie man sieht. Und ich bin der Tisch. Und der Tisch kann reden. Alter, schon versucht zu schlafen und so sieht das Ganze jetzt hier gerade aus. Eine Ewigkeit später. Das erste Mal auf belgischem Boden. Für mich auch, das allererste Mal. Wow, wieder ein Land. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal was zu trinken, ey. Komm, holt jetzt was zu trinken, weil wir einfach nichts mehr haben. Ja, er versteht halt den Automaten nicht. Ist wahrscheinlich auf Belgisch. Wow. Yay, er hat's geschafft. Oh mein Gott, wie viele hat er denn geholt? Cola hat er jetzt noch? Wow. Was willst du trinken? Oh nice, ich will das. Ja, das schmeckt wie Sprite. Wir sitzen jetzt hier in der Halle. Ja, du musst doch von der Karte. Was ist jetzt? Halt,
Jürgen mogen niet instappen. Die Verwirrung ist auf jeden Fall schon wieder da. Auf dem Bildschirm steht 7 und in der App steht Gleis 4. 4. Leute, das kann ja wohl nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Gleis 4. Gucken, was da auf der Anzeigetafel steht. Wenn da nicht Frankfurt steht, dann kommen wir zurück. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, deswegen gehen wir jetzt schon mal los. Ja, ihr seht, ne? Leer. Gleis 7 steht ein ICE. 6,5 Stunden später. Wir haben es schon mal nach Köln geschafft. Wow. Ella hat die ganze Zeit wieder geschlafen. Ja. Lass mal bitte einmal zum Kölner Dom ganz kurz gehen. Ich war da noch nie. Also, wir haben den gesehen vom Bahnhof aus, aber wir waren da noch nicht. Schaffen oh nee, doch, später verpassen wir den nächsten Zug. Nein. Zimmer. Ach so, Leute, der ist hier ja schon. Ja, so weit war es doch gar nicht. Guck, wir haben wir genau. Wir sind los, ist Bahnhof, einmal raus. Ach so, ich dachte, wir müssen da jetzt noch hinlaufen. Noch ein bisschen Sightseeing, der ne? Der Kölner Dom. Denken wir mal, welche Leute haben sowas gebaut? Die hatten echt viel Langeweile. Irgendwie, als ich da war, sah der ganz anders aus. Vielleicht aber das war von der anderen Seite. Ja, von der anderen Seite wahrscheinlich. Kommt dir diese Seite vom Kölner Dom bekannt davor? Ja. Wir haben nämlich in Ägypten zwei Mädels kennengelernt und dann haben meine Schwester und ich sie besucht. Und dann sind wir hier hingegangen und haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Der Kölner Dom. Sieht krass aus irgendwie. Wie hoch ist der? Was schätzt du? 5, vielleicht auch 6. 6 Meter? Ja, mindestens. Also ich würde schon fast sagen 7. Das kann auch sein. Aber ich war nie so gut in Schätzen, also kann auch sein, dass ich mich vertue. Ja, kann auch bei mir sein. Wir nehmen das auch nicht so genau, ne? Ja, wir nehmen das nicht so genau. Ja, schau mal eine an. Ella, seit wann hast du so lange Beine? Wow! So, dann lass mal wieder zurück zum Zug, bevor wir den noch verpassen. Ich stand da auch so. Mein Vater hat mir da so zeig mal. Sieht halt so scheiße aus. Schau mal. So, nee. Wir haben uns jetzt lecker Pizza und eine Brezel, nee, keine Brezel, sondern eine Laugenstange geholt. Wir sind jetzt woanders angekommen, als wir ursprünglich ankommen wollten. Wir sind in Hannover. Genau. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwo heute noch ankommen. Ja. Seit 10 Stunden sitzen wir in diesem Zug. Ich kann es nicht mehr. Auf jeden Fall einfach nicht mehr. Wohnt hier meine Schwester. Oh mein Gott. Hier wohnt meine Schwester. Hier werden wir heute eine Nacht übernachten, weil wir morgen tatsächlich eh nach Hannover gemusst hätten. Mein und da schreien sie so, Mensch. Aber das passt uns eigentlich ganz gut. Dann müssen wir morgen nicht so mega früh raus. Einsteigen, ja, du sollst einsteigen. Und dann geht's morgen früh dann direkt weiter mit dem Blöster-Dreh. Jetzt geht's erstmal zu meiner Sis. Tom freut sich schon richtig. Juhu. Weil er sie nicht so oft sieht. Weil sie halt woanders wohnt. Ne? Ja. Aber ich bin happy, dass wir echt irgendwo überhaupt angekommen sind in Deutschland. Weil zwischendurch sah es echt nicht so gut aus in Frankreich. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir auch noch in den 5. Stock nach oben laufen. Also ich habe das Gefühl, Treppenlaufen ist in diesem Urlaub unser zweites Hobby geworden. Ich dachte, Zugfahren. Wir sind ja, Zugfahren so und Blocks zugefahren. Treppe laufen. Der Akku ist gleich leer, Leute. Wir müssen das Video jetzt schnell beenden. Wir sind jetzt angekommen bei meiner Sis und wir schlafen auf dem Sofa, aber nicht auf diesem, sondern im Gästezimmer. Vielen Dank an meine Schwester.